moderieren wir das Gespräch Christian Humbock, uns allen gut bekannt. So, ja. Herzlich willkommen, schönen Abend. Wir haben ja aufgrund der Mikrofonsituation eine etwas ungewöhnliche Sitzordnung, deswegen sitze ich auch in der Mitte, sonst hätte ich mich lieber an die Seite gesetzt, aber ich möchte nicht, dass einer der Diskutanten sich hier hinterm Tisch verstecken muss. Das ist der Grund dafür. Ich begrüße ganz herzlich Thilo Weichert aus Schleswig-Holstein, dort Landesdatenschutzbeauftragter und auch Leiter des Landesdatenschutzzentrums. Vielleicht können Sie zunächst noch mal kurz sagen, was das genau ist, weil das ja doch in Schleswig-Holstein etwas anders organisiert ist als in anderen Bundesländern. Weil ich gerade schon auch in der Pause oder in der Pause zwischen der Mitgliederversammlung und der jetzigen Veranstaltung gefragt worden bin, sind Sie auch für Informationsfreiheit zuständig? Ja, das ULD ist für sehr viel zuständig. Wir sind ein bisschen ein Unikat, insofern muss ich vielleicht jetzt den Werbeblock mit 4 oder 5 Sätzen hier erstmal garnieren. Das ULD ist Datenschutzbehörde und Kontrollbehörde und Informationsfreiheitsbehörde. Und im Datenschutzbereich und auch teilweise im Informationsfreiheitsbereich machen wir nicht nur Kontrolle, sondern ganz stark auch Beratung. Wir führen Forschungsprojekte durch. Wir erstellen Gutachten für VZBV zum Beispiel oder für irgendwelche Ministerien, insbesondere im Europabereich, also für die Europäische Kommission erstellen wir eine Vielzahl von Gutachten und wir zertifizieren und auditieren. Das heißt also, wir bestätigen die Datenschutzkonformität von IT-Produkten, von Organisationsteilen und Ähnlichem und versuchen so also präventiv in die Gesellschaft zu wirken und nicht nur repressiv den Datenschutz umzusetzen. Vielleicht so viel in aller Kürze, ich könnte natürlich sehr viel mehr darüber erzählen, aber einfach um zu zeigen, wir wollen also beide Seiten, die Informationsfreiheit wie Datenschutz realisieren in unserer Behörde und wir wollen das nicht nur repressiv durch Beanstandung, sondern auch durch Beratung und präventiv, ja durch Incentives, durch Anreize erreichen. Ja, wenn man von Transparency ist, dann kann man natürlich nicht umhin zu fragen, beraten Sie auch Unternehmen und wenn ja, auch gegen Geld und wenn ja, wie transparent läuft das ab? Ja, und das kann vertraulich stattfinden. Aha. Also wir haben im § 43 Landesdatenschutzgesetz die Möglichkeit, Geld zu nehmen für Beratungsleistungen. Und wir sind natürlich zur Offenlegung unserer Einkünfte verpflichtet. Aber das kann natürlich sehr gut sein, genauso wie im Zertifizierungsverfahren, dass dann der Auftraggeber uns sagt, also diese Informationen sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und die wollen wir jetzt nicht, dass sie öffentlich sind. Und im Rahmen, für uns ist auch das IFG anwendbar, im Rahmen eben des Informationsfreiheitsgesetzes können wir dann auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zum Beispiel geheim halten. Ja, ich begrüße ebenso Michael Seemann, Kulturwissenschaft, Blogger, vor allem auch bekannt durch seinen Blog Kontrollverlust. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, warum Kontrollverlust? Was ist die Idee hinter dem Namen des Blogs, weil es ja doch ein wichtiger Begriff geworden ist? Ja, also die Idee war eigentlich, die unterschiedlichen Diskussionen, die um das Internet herum geführt werden, das ist einerseits natürlich der Datenschutzdiskurs, das ist andererseits aber auch der Diskurs um das Urheberrecht. Und andererseits zum Beispiel auch solche Sachen wie WikiLeaks, Staatsgeheimnisse etc. All diese Dinge versuchen, ja sozusagen ursächlich aus einem Phänomen heraus herzuleiten. Und das habe ich dann eben Kontrollverlust genannt, weil ich glaube, dass tatsächlich es viel damit zu tun haben, dass die Künstler und Verlage die Kontrolle über ihre Distributionswege für ihre Produkte verlieren, viel damit zu tun haben, dass wir teilweise eben die Kontrolle darüber verlieren, was andere Leute von uns wissen können. Und deswegen, das war die Idee hinter dem Namen Kontrollverlust. Also interessant, offensichtlich ein vielschichtiger Begriff. Ich hatte unter dem Begriff auch immer verstanden, dass man damit Organisationen und nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern möglicherweise auch Unternehmen, Parteien, die auch alle unter dem Kontrollverlust leiden. Ja, natürlich. Das geht auch leiden oder profitieren. Genau, das geht natürlich bis hin zu der Politik, die dann natürlich ganz oft einen sehr, das kann man ja mal schön beobachten, einen kommunikativen Kontrollverlust hat, dass sie eben tatsächlich nicht mehr die Meinungshoheit über die zentralen Kanäle irgendwie beanspruchen kann. Das hat eben sehr, sehr viele Dimensionen, sage ich mal. Ja, und ich versuche eben mit diesem Kontrollverlust
diese unterschiedlichen Phänomene, die eben alle diese Gemeinsamkeit haben, dass plötzlich eine Öffentlichkeit nicht mehr in ihrer erwarteten Art und Weise auf das reagiert, was ich ihr zur Verfügung stelle, das versuche ich eben zu subsumieren. Und ist das was Gutes oder was Schlechtes, ein Kontrollverlust, oder kann man das gar nicht so sagen? Ja, ich glaube, das ist schwierig, das jetzt direkt so zu werten. Ich glaube, das ist erstmal eine Feststellung. Und ich bin jedenfalls der Meinung, dass man viel zu sehr die Gefahren dort überbetont. Die Diskurse um den Urheberrechts und den Datenschutz sind ja sehr negativ, die sind ja sehr, sehr angstgetrieben. Und ich habe eben genau versucht, in meinem Blog durchaus auch die Chancen daraus aufzuzeigen. Ja, ich habe gesehen, dass Sie selber auch ein Stück weit über sich Kontrolle insofern verlieren, als dass man auf Ihrer Webseite immer genau sehen kann, wo Sie gerade sind. Auf Ihrer Webseite steht also, wo ist MS Pro? Gestern Abend habe ich gesehen, waren Sie, als ich guckte, in der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg. Jetzt müsste man sehen, dass Sie in Frankfurt sind. Man kann auch googeln, wo ist MS Pro, und dann kommt als erster Treffer dann sozusagen. Warum? Das ist natürlich, ich versuche natürlich die Dinge, also es gibt diesen Begriff eat your own dog food, ja, also dass man sollte, wenn man Dinge propagiert oder wenn man Dinge herausbläst, wie zum Beispiel, hey, habt doch gar keine so große Angst vor Öffentlichkeit, das tut gar nicht so weh, wenn man das mal ausprobiert, dann bin ich natürlich irgendwo auch in der Schuldigkeit, das für mich selber auszuprobieren. Das macht mir natürlich auch Spaß, und ich schaue eben, was habe ich denn tatsächlich jetzt für Nachteile, was habe ich jetzt tatsächlich für Vorteile, und versuche tatsächlich so eine Art Feldexperiment mit meinem Leben zu machen. Und wie fällt das bisher aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt erstaunlich unspektakulär aus. Es gibt diverse Vorteile, dass tatsächlich teilweise Freunde, die in der Nähe sind und sehen, oh, der Michael ist jetzt dort und dort, dann komme ich ihn mal besuchen. Das kommt schon mal vor, aber ist aber extrem selten. Andererseits, ausgeraubt wurde ich auch noch nicht. Toi, toi, toi. Also das heißt, ich würde sagen, eher positiv, also eigentlich eher unspektakulär, mit einer Tendenz zum Positiven. Letzte Frage, bevor ich Sie sofort, noch eine letzte Frage, weil das ja das ist, was dahinter steht, und dann würde ich nämlich genau auch Sie mal zu der Einschätzung fragen. Vielleicht können Sie mal sagen, was Post-Privacy ist. Wir haben schon gelernt, das ist also ein anglistisches Wort, das ist ja doch ein Begriff, der auch für ein Konzept steht, von dem jeder vielleicht noch nicht ganz vertraut ist. Was verbirgt sich hinter Post-Privacy? Ja, Post-Privacy ist tatsächlich erst einmal, glaube ich, so eine Art Gedankenexperiment, sich zu überlegen, wie würde eine Gesellschaft ohne, sage ich mal, diesen geschützten Bereich der Privatsphäre funktionieren, könnte sie existieren, und was ist dabei zu beachten, so etwas. Das ist eher so ein Gedankenexperiment, vielleicht auch so eine Art utopische Vorstellung, und dann vielleicht im Konkreten dann ein, sag ich mal, datenschutzkritischer Diskurs geworden. Also das heißt zu sagen, so, hey, Moment mal, ist der Datenschutz, der jetzt hier zum Beispiel ganz oft auf das Internet versucht wird abzulizieren, ist der hier noch positiv, ist der noch freiheitsfördernd oder ist der freiheitseinschränkend, in Form von, ist da wirklich jetzt eine konkrete Gefahr oder ist da jetzt konkrete persönliche Schwierigkeit, also dass hier der Datenschutz eingreifen muss und regulieren muss. Ja? Also das ist, glaube ich, ja, das ist das, was so dieser Post-Privacy-Diskurs derzeit ist. Ja, Herr Weichert, reißt Herr Seemann die Standards runter, und dann müssen wir das alle irgendwann selber auf unserer Website machen, weil er damit anfängt, und welche Gefahren gibt es? Ja, was er betreibt, ist nichts anderes als Datenschutz. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet eben auch die Möglichkeit, sich nackt auszuziehen oder im Internet eben allgegenwärtig zu zeigen, wo man sich gerade bewegt, wo man befindet, ob das jetzt jemand interessiert. Offensichtlich dann doch nicht so viele. Hat ein bisschen was mit Exhibitionismus zu tun. Ist natürlich auch schön, wenn man gesehen wird und auch noch wichtig genommen wird. Das ist natürlich für einen Michael Seemann wichtig, weil er ja auch eine Botschaft hat, nämlich die des Post-Privacy und des Kontrollverlustes. Insofern ist es absolut nützlich für Herrn Seemann, aber es ist nicht ansatzweise vergesellschaftungsfähig. Insofern ist also das Privatexperiment, was Sie machen, nutzt Ihnen persönlich und nutzt vielleicht dann auch Ihrer Idee
aber es nützt weder der Transparenz der Gesellschaft, noch ist es übertragbar auf andere Menschen, zum Beispiel Leute, die mehr Geld haben als Sie, ich unterstelle mal, dass Sie jetzt nicht so reich sind, wenn die dann eben sagen, wo sie sind, dann werden sie vielleicht doch überfallen, ja? Weil es sich dann unter Umständen lohnt, wenn man gerade in einem nicht geschützten Bereich sich befindet. Oder wenn Sie eben jetzt jemand sind, der eben politisch verfolgt werden könnte oder der irgendwie anders jetzt Probleme haben könnte, dann ist das etwas, wenn Sie jetzt sich so offen in der Öffentlichkeit darstellen, etwas, was Sie hochgradig gefährden würde und was eben insofern jetzt von Ihrer Seite ein Privileg in der freiheitlichen Gesellschaft ist, so auftreten zu können. Aber es ist weder in unserer Gesellschaft und schon gar nicht in einer globalen Informationsgesellschaft verallgemeinungsfähig. Also insofern ist die Kritik, insbesondere des Datenschutzes, die Sie dann formulieren, absolut daneben. Also sind Sie Exhibitionist, Herr Seemann? Ich weiß nicht, ob das Exhibitionismus nennen soll. Ja, ich habe natürlich eine gewisse Freude daran, irgendwie mit Öffentlichkeit zu spielen. Das kann man, ich weiß nicht, wo dieser Begriff Exhibitionismus herkommt, vielleicht trifft er das, vielleicht auch nicht. Das ist mir jetzt eigentlich auch eher egal. Ich würde nochmal auf diese Kritik antworten. Das stimmt natürlich, ich bin in einer privilegierten Situation und ich kann das mir erlauben, weil ich privilegiert bin. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die das eben nicht so können. Ich halte es dennoch wichtig, das eben tatsächlich mal auszuprobieren und das vorzuleben, denn ich glaube schon, und da würde ich widersprechen, dass ein Trend in diese Richtung durchaus zu verzeichnen ist. Also seit das Internet existiert, haben wir jetzt so über 900 Millionen Leute, die sich bei Facebook zum Beispiel angemeldet haben und Dinge von sich preisgeben, die sie vorher nicht preisgegeben haben. Und das sind vielleicht immer noch nicht alle und das ist vielleicht immer noch nicht die Mehrheit, aber das ist ein sehr, sehr deutlicher Trend. Und ich glaube, dass auch nach Facebook oder vor Facebook oder was immer da noch kommen wird, dass dieser Trend auch dann nicht abreißen wird. Ich glaube, dass tatsächlich gerade die Gesellschaft als Gesamte Schritt für Schritt vorsichtig sich diesen Bereich der digitalen Öffentlichkeit zu eigen macht, urbar macht und damit anfängt, herumzuspielen. Und vielleicht bin ich da relativ weit vorne in dieser Bewegung, aber ich bin definitiv nicht ein total außergewöhnlicher Exot. Das würde ich jetzt nicht sagen. Darf ich gleich wieder erwähnen? Sie haben ja schon gesagt, ja. Sie wollen als Moderator möglichst weit im Hintergrund bleiben. Also ich will Ihnen natürlich die Funktion hier nicht schuldig oder nicht in Frage stellen als Moderator, aber das bedarf jetzt definitiv des Widerspruchs wieder. Wenn Sie das als Fortschritt ansehen, dass 900 Millionen sich Facebook gegenüber ja praktisch 100%ig, was ihre Tätigkeit im Internet angeht, transparent machen, dann ist das also jetzt auch als jemand, der demokratisch und bürgerrechtlich denkt, ein Armutszeugnis. Natürlich präsentieren sich die 900 Millionen weltweit auch ihren Freunden in der Öffentlichkeit in gewissen Maße. Aber insbesondere die Geschäftsidee, die dahinter steckt, ist ja nicht, dass die jetzt untereinander wunderbar und frei und offen kommunizieren können, sondern dass sie informationell ausgebeutet werden. Und derjenige, der ausbeutet, der sozusagen die Hand über allen Informationen hat, das ist die intransparenteste Organisation, neben Google vielleicht, die mir in meinem ganzen Leben, und mir schon einiges begegnet, zwischen die Beine gekommen sind. Facebook, wenn ich vielleicht mal nachfragen darf, Sie hatten ja eben gesagt, es wäre einfach die informationelle Selbstbestimmung, wenn er auf seiner Website selbst verzeichnet, wo er ist. Ist es dann keine informationelle Selbstbestimmung, wenn Menschen was bei Facebook veröffentlichen, wohl wissen, dass der Konzern das nutzt? Es ist natürlich, nee, Sie wissen es eben nicht. Mhm. Oder Sie wissen es viel zu wenig. Und Sie wüssten es dann vielleicht erheblich besser, wenn es Transparenz für diese Unternehmen auch geben würde. Das ist das, was Frau Müller auch angesprochen hat. Es geht nicht nur um staatliche Transparenz, sondern wir haben in der Zwischenzeit private Organisationen, Wirtschaftsmächte, die einen viel größeren Einfluss auf die Politik haben als einige kleinere Regierungen,
die also eben jetzt zum Beispiel die Informationskanäle in Deutschland, in Europa, in der Welt unter Umständen definieren können, die Meinung totmachen können oder die Meinung forcieren können, wie das bei einem Rupert Murdoch jetzt also dann mal Gott sei Dank transparent, aber lange Zeit verdeckt in USA und in Großbritannien bekannt geworden ist, wo also dann auf einmal Seilschaften rausgekommen sind. Da ist Transparenz erforderlich und da wird die Transparenz von Ihnen, von der Spaccaria, von Post-Privacy nicht eingefordert. Spaccaria ist eine Gruppe, die Post-Privacy propagiert, und für diejenigen, die den Begriff noch nicht gehört haben. Darf ich ganz kurz mal ein, weil das